Anfüttern so einmal so und dann geht es aber da. Also ich stehe hier schon ganz richtig. Ganz gut stehen. Und es gibt auch Erklärungen gleich dazu. Ja. Ich versuche es. Na Schatzi? Hast du da nichts anderes? Ja, herzlich willkommen zur Kamtschatka-Bärenfütterung. Wenn man mich auch ganz hinten verstehen kann, einmal die Hand heben. Ja, hier im Wasser haben wir schon unsere beiden Bären. Die können auch mal Hallo sagen, ne? Sag mal Hallo, Bärchen. Mascha auch, ne? Wink mal, Mascha. Ja, hier im Wasser stehen, das ist unsere Mascha, unser Bärenmädchen. Und an Land stehen, hier, das ist unser Bärenmann, der Leonid. Das sind zwei Kamtschatka-Bären, die kommen also ursprünglich vor auf der russischen Halbinsel Kamtschatka und sind eine Unterart des Braunbären. Die beiden sind circa 3,5 Jahre alt und wie man sehen kann, schon ordentlich groß und schwer. Mascha ist, wenn sie sich aufrichtet, circa 2 Meter groß bei einem Gewicht von ja, knapp 250 Kilogramm. Und der Leonie, der ist ein bisschen größer und schwerer, der ist momentan schon ja, bei 2,20 Meter, 2,40 Meter, bei einem Gewicht von 350 Kilogramm. In den nächsten 1,5 Jahren werden die beiden noch ordentlich an Größe und Gewicht zulegen. Und wenn sie ausgewachsen sind, kann Mascha 2,40 Meter bis 2,60 Meter groß werden, bei einem Gewicht von 500 Kilogramm. Der Leonie, der wird ein bisschen größer und schwerer, der kann es deutlich über die 3 Meter Marke schaffen, bei einem Gewicht von bis zu 700 Kilogramm. Und damit ist der Kamtschatka-Bär nach dem Kodiak-Bär das zweitgrößte Landraubtier. Ja, und Raubtier ist auch schon das nächste Stichwort. Das sind also zwei absolute Raubtiere. Aber futtertechnisch betrachtet sind sie eher Allesfresser. Das bedeutet also, sie ernähren sich nicht ausschließlich von Nahrung tierischer Herkunft, sondern auch von Nahrung pflanzlicher Herkunft. Ja, sie jagen also auch andere Tiere vom Regenwurm bis zum Elch, alles was sie kriegen können. Aber sie nehmen auch sehr gerne Aas, weil das eben nicht mehr wegläuft. Sie gehen auch ins Wasser fischen oder suchen sich eben dann Land. Knollen, Gräser, irgendwelche Früchte, halt alles was man so essen kann. Ja, und diese Bären sind regelrechte Alleskönner, die kommen im Wasser ganz gut zurecht. Können ohne Probleme 30 Kilometer am Stück schwimmen, ohne müde zu werden. Selbst bei Seegang können die das also ganz gut durchhalten. Tauchen können die auch ganz gut, 4 bis 6 Meter ungefähr. Sehr zum Leidwesen der Fischer auf Kamtschatka, da die mittlerweile so clever geworden sind, die Bären, und an den Netzen der Fischer hinabtauchen und sich da die Fische aus den Netzen holen. Das ist nämlich immer noch leichter, als selber fischen zu gehen. Ja, an Land sind die beiden auch ganz schnell. Sie können bis zu 55 Stundenkilometern erreichen und die auch sehr aufhalten.
Einzige, was so ein großer, ausgewachsener Braunbär nicht mehr kann, ist auf den Baum klettern. Dazu ist er zu groß und zu schwer. Allerdings junge Bären, die können das, die müssen das auch können, denn bei Gefahr stößt die Bärenmutter ein Warnlaut aus und die jungen Bären flüchten sich dann auf einen geraden, hohen Baum, wo sie in Sicherheit sind. Junge Bären haben nämlich zwei Feinde. Das sind einmal ausgewachsene Bären und Wölfe. Ja, und im Sommer fressen sich die Bären ordentlich den Bauch voll, legen ordentlich an Winterspeck zu und ziehen sich dann, wenn es in Richtung Herbst geht, in die Berge zurück, suchen sich dort einen kuscheligen Platz am Hang, lassen sich dann dort einschneien und dadurch entsteht eine Höhle und in dieser Höhle verbringen sie dann die Wintermonate. Ja, in dieser Höhle kommen in den Wintermonaten dann auch die Jungen zur Welt. Die sind meistens, wenn sie zur Welt kommen, nicht viel größer als ein Meerschweinchen, nackt, taub und blind. Oh, der war schlecht, Mascha. Ja, und die ersten Monate im Winter, die bleibt das Jungtier bei der Mutter behütet, wirklich in dieser Höhle und muss heranwachsen. Und dann im Frühling, wenn das Jungtier ungefähr so groß ist, wie so ein kleiner Hund, auch schon sehen kann, Fell hat und auch hören kann, verlässt es zusammen mit der Mutter dann die Höhle und lernt dann von der Bärenmutter alles, was es zum Leben als Bär so braucht. Ja, unsere beiden Bären, die haben auch schon fleißig geübt im Frühling, was das junge Tiere kriegen angeht. Und wir hoffen ihnen dann auch nächstes Jahr ein paar junge Kamtschatka-Bären hier bei uns präsentieren. Wir als Pfleger würden uns darüber sehr freuen, da Kamtschatka-Bären in freier Wildbahn sehr selten sind. Früher gab es 30.000 bis 40.000 dieser Tiere, heute sind es gerade mal noch 3.000 bis 4.000. Und in Zoos sind diese Tiere doch noch deutlich seltener. Der Tierpark Hagenbeck ist der erste westliche Zoo, der Ihnen hier ein Pärchen Kamtschatka-Bären präsentiert. Ja, die Bären, die sammeln sich jetzt noch Hundeleckerlis aus dem Wasser. Ansonsten war es das soweit von meiner Seite. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, können Sie gerne zu mir kommen und diese Fragen stellen. Ja, ansonsten verabschieden die Bären und ich mich von Ihnen und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag bei uns im Tierpark und hoffen, es hat Ihnen gefallen.